Also, ja, ich würde gegen Kiwi spielen. Bin so gespannt, was er bannt, ey. Ich auch. Es gibt eine Startmap, oder? Ja, Startmap ist heute Lippany. Genau, Lippany. Und danach ist Losers Pick vom Map-Pool. Okay, Niklas. Ich gehe langsam Richtung Küche. Ich wünsche dir schon mal viel Erfolg. Und das wird... Gleich geht's los. Nicht wirklich. Ich bin nicht so richtig da, ey. Ich weiß auch nicht. Oh. So, mein Gegner hat mich schon geaddet. So, und jetzt geht's hier gleich los mit den Bands. Ich merke auf jeden Fall, Niklas ist aufgeregt. Ein bisschen angespannt. Ich bin selber jetzt gerade schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe einmal gegen Nadella gespielt und da meinten noch Leute im Chat, dass es ein GSL-Koreaner ist. Und dann ich war direkt so, huch, scheiße. So, wir sind jetzt hier, geht's los mit den Buns. So, und er hat gebannt. Krass, ich sehe es nicht. Ach, das sind Hidden Buns. Niklas sieht also gar nicht, was gebannt wurde. Und Niklas möchte... China bannen. Ah, vielleicht wurde China gerade gebannt, deswegen kann er es nicht bannen. Hä? What? Aber ich persönlich fand, er hat nicht so stark gespielt. So, Niklas hat China gebannt. Mongolen und China sind weg. Das ist, glaube ich, nicht so gut für Niklas, weil es sind zwei seiner Main-Sifs tatsächlich. Ruß wird jetzt eine Sif sein, die er spielen wird oder möchte. Und es gibt Ruß gegen Ruß, das Mirror. Da sehe ich Niklas tatsächlich vorne. Ruß-Mirror, das, was wir wollten. Ja, ich glaube auch, also ich sehe dich da, glaube ich, auch gut. Also ich glaube, du bist sehr solide da einfach. Schauen wir mal. Ich wünsche dir viel Glück, Mann. Schreibt Warum ist es PDF? Ich weiß nicht, ob da was drin steht. Da steht nichts zu den Servern drin. Oh, jetzt auf Amerika spielen, das ist natürlich kacke. Das sind halt easy 100 Ping, die Niklas jetzt haben wird. Wäre 111er Ping. Ja, ist noch okay, aber es hat trotzdem... Das wäre 178 für mich. Korea ja. Ist 237. Mein Chat kommt nicht mal an. Was ist ein Delay? Was ist denn hier los? Oh, 135er Ping, ey. Can you? Feel the love. Ich bin jetzt schon fertig. Tonight. Can you was? Das ist ein Shitfest, ey. Ja. Und dann geht's gleich ins Spiel und ich verliere in 2 Minuten. Sagt er jetzt ja? Was? Ich glaube, für ihn ist es. Ich glaube, er will Indien spielen. Ich mache jetzt einfach Ost. Ich kann nichts machen. Warum kann ich denn jetzt nichts machen? Hallo? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Leon, lass einfach. Ich mach einfach Forfeit jetzt. Ey, lass Games casten. Was ist das hier für eine dumme Scheiße, ey? Hoffentlich geht das jetzt. Raste aus. Wirklich. Ich bin so kurz davor, meine Faust in den Monitor zu versenken. Ey. Ich bin so tilt. Ist so krass. Ich bin wie Maxima im FFA. Ich habe keine Chance mehr. Warum muss ich mich hier so um die Scheiße kümmern, ey? Jetzt ist es bei ihm gefroren. Ja, vermutlich. Oh, das ist halt dumm. Wollen wir nicht so lange im Game observen? Also es kann sich ja nur noch um eine Stunde handeln irgendwie. Oh, er ist dran. Und jetzt will er einfach spielen. Ja. Versuchen wir mal vielleicht eine Minute durchzuatmen und dann... Oh. Lass du das. Oh, was ein Stress. Aber ich kann den Frust ja schon verstehen. Ich kann den Frust schon verstehen. Okay. Eine halbe Stunde. Pre-Game. Ja. Halbe Stunde ist halt echt... Puh. Problem war, dass die beiden nicht hosten konnten. Und Kivian ist Koreaner und Niklas, wir sind halt in Europa. Und deswegen ist es problematisch zu hosten in dem Spiel. Weil man muss halt dann quasi den Server dazwischen nehmen. Und wir spielen beide mit so 110 bis 130 Ping. Was halt nicht so geil ist. Gerade bei so einem RTS, wo halt jeder Input auch zählt.
Und jeder einer, die mir bewegt. Man merkt es halt, es ist schon. Es geht noch, aber es ist halt schon merkbar. Weil wenn er irgendwo hinklickt, dass es halt die Einheit dann so einen Ticken braucht, bis wirklich die Aktion ausgeführt wird. Und gerade in so späteren Fights kann das halt schon kritisch sein. Dass jetzt ohne Zuschauer gehostet wurde, ist halt jetzt eben so das erste Game. Aber jetzt nochmal zu reposten und da das Ganze noch weiter zu delayen, bringt nichts. Wir spielen jetzt einfach so. Das ist ja kein Thema. So. Also, wir sehen hier Kivian gegen Niklas im Rus gegen Rus. Das erste Spiel der Winter Series hier. Und direkt das Rus Mirror bei den beiden. Ich persönlich finde Niklas sehr stark. Man sieht auch direkt, dass Niklas mit seinem ersten Squad rübergeritten ist und das Wild von Kivian findet und direkt dort anfangen kann zu töten. Jeden Hirsch, der da bekommt, ist direkt schon mal ein sehr guter Hirsch für Niklas, weil den nimmt er ihm aktiv weg. Findet hier auch nochmal zwei Wölfe, die er sich direkt mitnehmen kann. Dritter Scout jetzt auch noch auf dem Feld. Und findet sein eigenes Wild auch noch. Kann also sich vermutlich drei Deer Patches für sich selber sichern. Hat nochmal zwei Wölfe dazu. Würde damit also easy die 250 Bounty erreichen. Was sind wir da? Ah, das ist der Wolf, okay. Also ein sehr guter Start für Niklas hier. Hat sich ja mittlerweile ein bisschen im Meta etabliert, dass man mit dem ersten Scout direkt rüberreitet und dort versucht zu denyen. Man muss jetzt gleich mal zu seinem eigenen ersten Tierpatch rüber. So, findet jetzt hier den Boar auch. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, möglichst viele Schafe und Wölfe zu finden für ihn. Also von Kivian, der ein paar Schafe von Niklas Seite mitbringt. Und jetzt gehen wir schon 215 bei Niklas. Ah, der Wolf geht, glaube ich, an Kivian. Ja, aber Niklas kann ihn ein bisschen contesten mit seinem Scout. Muss ein bisschen darauf achten, dass er genug Schafe wieder zurückbringt. Und jetzt hier zwei Scouts von Kivian gegen den einen von Niklas. So, kann er hier vorne allerdings einen Wolf, kann ihn also mit zurücknehmen. Und rechts die zwei Wölfe hat er, glaube ich, kurz verloren. Die muss er, glaube ich, noch zurückholen. Hier Schafe zurückgebracht. Timing war gut, was das angeht. Und kann jetzt schon direkt hochklicken. Minute 2:40. Und baut das Ganze mit 5 Villagern. Wird jetzt gleich auf Holz anfangen zu schicken. Weil er braucht 75 Holz für den Repressional Scouts. Vielen Dank an Sventrak für den Raid. Niklas ist hier gerade in einem Turnierspiel und wir spielen. Deswegen wirst du das erst in einer Minute hören, aber vielen lieben Dank für den Raid und ich grüße euch alle. So. Niklas kriegt hier einige Wölfe und ist jetzt offiziell auf 255 Bounty. Kivian sollte, denke ich mal, so gerade auf 150 bis 180 sein. Also Niklas hier deutlich vorne. Und gerade diese Anfang wild auf der Map. Ein extrem entscheidender Rus vs. Rus. Niklas kriegt hier nochmal zwei Wölfe. Hat jetzt hier drei Scouts gegen sich. Nochmal ein Wolf hier. Und wird damit schon über die 300 pushen. 330 wird er haben, wenn er beide Wölfe bekommt. Das ist auch super, super, ein super, super guter Start. Und diese Starts hat Niklas relativ. Gleichzeitig oben sein. Niklas, glaube ich, ein Ticken früher. Niklas holt sich, glaube ich, noch einen vierten Scout, sehen wir auch hier gerade. Wir haben gleich vier Scouts auf der Map. Das heißt, er kann dann auch ein bisschen die. So, normal viel Wild bekommt, sage ich mal, muss man einmal Food verkaufen im Golden Gate, was er gerade gebaut hat. Aber das muss er jetzt gerade nicht. Kann sich einfach, ohne irgendwelche Ressourcen zu traden, das Upgrade holen für die Professional Scouts. Bedeutet, die Professional Scouts können dann die Kadaver von den erlegten Hirschen tragen und mit nach Hause bringen. Und Kivian versucht jetzt hier ein bisschen sein Wild zu deffen. Hat 5 Scouts selber gebaut. Also sogar ein Scout mehr als Niklas. Er teilt jetzt hier sogar schon Hunting Caverns mit seinem extra Holz. Ich nehme meine ersten 175 Holz immer, um eine Wooden Fortress zu bauen, um insgesamt das Holzeinkommen zu boosten. Er hat
Eines Gottes ist hier leider ein bisschen low. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich und nervig, weil man dadurch schlechter das Wild contesten kann. So, Kivian reitet drüber und möchte bei Niklas erstmal direkt was holen. Hat ein 3-2er-Split gemacht, das heißt 3 gehen klauen, 2 sind selber zu Hause und securen das eigene Wild. Und das war ganz wichtig bei Hus vs. Hus, dass man nicht mit allen versucht zu klauen, das habe ich auch durch Niklas gelernt, sondern mit ein paar auch zu Hause die nahen Hirsche sich holt. Und wir sehen, da geht er sogar schon auf den Stall, weil Niklas möchte etwas Besonderes machen. Etwas, was er auch gegen mich schon ausprobiert hat und ja, mehr oder weniger auch da so ein bisschen getestet hat. Nämlich, Niklas ist egal, wie viel Wild, oder mehr oder weniger egal, wie viel Wild er jetzt gerade bekommt, er will jetzt gleich ein paar Horsemen selber bauen. Und mit Horsemen und seinen Scouts unter das TC reiten von Kivian und ihm massenhaft Hirsche von TC. Gegnerischen Scouts. Und die einzige Möglichkeit, um das aufzuhalten, ist, jetzt eine Barracks zu bauen und selber ein paar Pikemen aufs Feld zu bekommen. Das muss ich selber auch schon schmerzlich erfahren. Ich habe es gestern einmal so defended bekommen, relativ solide, weil es ist halt schon ein Commitment. Er gibt jetzt sehr viel Food aus und delayt sein Castle Age, um eben genau diesen Push zu machen. Aber wenn er halt durchkommt und es nicht gescoutet wird und Kivian das nicht mitbekommt, dann kann er sich da zum einen, glaube ich, so 6, 7, 8 Hirsche von Kivian einfach unterm TC wegschnappen und gleichzeitig noch viel Mining Time klauen, weil Kivian seinen Villager ins TC einladen muss. Das Einzige, was er damit macht, er delayt sich halt sein eigenes Castle Age ein bisschen. Und dadurch kann Kivian in der Theorie sich früher die Relikte sichern, aber er macht damit auch sehr viel Druck und Druck sorgt meistens für Fehler beim Gegner. Und wir sehen, er baut jetzt hier fleißig Scouts und Horsemen und ich glaube mit 3 Horsemen ist mal so sein Timing, wo er dann Go macht. Guck mal, er versucht gerade noch zu klauen und ein bisschen das eigene Hirsch zu sichern, was es hier gibt. Kriegt er dann noch Hirsche? Oh, ich sehe gerade Kivian Scouts unten auf der Map, die sind auch gerade am Wegreiten gewesen oder Hinreiten. Und Niklas kriegt hier nochmal 3 Stück sind da, das heißt 4 bleiben liegen. Niklas kann sich also hier nochmal 4 bei Kivian klauen. Ah ne, da lagen nur noch 3, okay. Nur noch 6 insgesamt. Ne, warte, er hat 4. Ich hab richtig gezählt. Kriegt jetzt also nochmal 4 vom Gegner. Und hat jetzt hier sein Eisenkettenhemd, das heißt die Ranged Armor sich dazu geholt. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass er das macht. Damit die Pfeile weniger Damage machen auf seine Horsies. Der wird jetzt unter das TC reiten. Und Kivian wird dann massiv viele Villager in sein TC einladen, um natürlich zu snipen. Und das Ganze macht er eben, um jetzt seinen Gegner zu contesten und aus dem Konzept zu bringen. So, Kivian hat es vielleicht ganz kurz gesehen. Aber jetzt geht's los. Kivian sollte jetzt schon am Hochklicken sein Richtung Castle Age. So, jetzt sieht Kivian das. Hier kommen Horsemen, hier kommen Scouts. Niklas ist noch nicht komplett zusammen gerade mit seiner Army. Kivian hat schon direkt eingeladen. Und das ist gut, dass TC auf die Horsemen schießt, weil die Horsemen sind jetzt gerade die Tanks. So, seine Scouts sollen jetzt hier klauen. Kivian saved so ein paar Hirsche mit seinen eigenen Scouts. Und wir sehen, die Horsemen, die halten viel aus. Kivian ist jetzt am Target feiern auf die Scouts von Niklas. Und wir sehen 13 Villager, die ganze Zeit, die nicht am Main sind. Ich sehe auch nicht, dass Kivian gerade hochgeklickt hat in irgendeiner Form. Also kein Castle Edge hier gerade für Kivian. Und Niklas kriegt hier einen Hirsch nach dem anderen. Und das sieht ziemlich gut aus. Kriegt jetzt hier auch noch einiges an Damage auf die Scouts von Kivian. Und wenn der wegkommt... Aber das ist nicht schlimm, weil da kommen neue Scouts von Niklas. Ja, und Kivian hat jetzt hier, glaube ich, gerade 7, 8 Hirsche unter seinem TC verloren. Die Niklas jetzt einfach zu sich nach Hause bringt und halt auf 13 Villagern ewig viel Mining Time verloren. Und das ist schon mal ein super Start. Hat natürlich damit auch Fehler geforst bei seinem Gegner und einfach viel Druck ausgeübt. Jetzt geht es selbst darum, möglichst schnell das Castle Age zu erreichen. So, wir gucken mal. 1, 2, da links ist noch einer, 3. Wir zählen mit, wie viel er bekommen hat. Das sind 3, 4, 5. 5 Hirsche hat Niklas bekommen von Kivian. Kivian hat auf jeden Fall noch gut reagiert. Ist jetzt in der Ritterzeit, wie man sieht. Niklas braucht da noch ein Weilchen hin. Aber Kivian, dem fehlt jetzt halt einiges an Futter. Niklas kann theoretisch gleich nochmal losreiten. Hat sehr viele Scouts und nochmal einige Horsemen. Ich glaube, mir jetzt gefallen, hätte er jetzt keine zweite Welle an Horsemen gebaut, sondern das lieber alles in Castle Age investiert. So, ich glaube, Kivian möchte jetzt quasi das gleiche nochmal bei Niklas machen auch. Wir sind mit einigen Scouts bei Niklas. Mit 6 Stück. Ja, aber deft hier gut.
Und Niklas geht jetzt nochmal los und Kevin hat halt gleich kein Food mehr unter seinem TC. Hier kommen nochmal zwei an. Ich glaube, die waren auch von drüben. Das heißt, Niklas hat insgesamt 7 Hirsche bekommen. Und Kevin, man sieht, da liegen nur noch 3-4 Kadaver bei Kevin. Und Kevin verliert jetzt seine letzten 4-5 Kadaver, die Niklas hatte. Verliert nochmal einiges an Mining Time jetzt hier. Ist natürlich alles ein bisschen nervig, das anzuklicken. Und den einen kriegt er dann nicht unter dem TC. Ja. Und Kevin hat jetzt noch 2 Kadaver da liegen. Ein Kadaver da liegen. Ja, und Niklas kriegt jetzt nach Hause. Und Kevin denkt so, scheiße, ich habe kein Food mehr. Eine sehr, sehr smarte Strategie, finde ich, die Niklas da entwickelt hat. Man sieht es auf dem Food-Count. Niklas kann jetzt gleich selber ins Castle Edge hochgehen. Und Kevin muss jetzt ausweichen. Der muss jetzt auf Bären gehen. Ja, und Bären, die sammelt man nicht so schnell und so gut. So, hat jetzt einmal hochgekauft. Holt sich das Kloster, baut jetzt mit 13 Villagern, um möglichst schnell halt hochzukommen. Und er sollte jetzt die Boars anfangen zu contesten. Das macht er auch. Schickt jetzt hier zum linken Boar seine Horsemen und mit den Scouts wird er vermutlich die rechte Boar contesten. Weil wenn er die jetzt auch noch denyen kann für Kevian, dann sieht es extrem gut aus für Niklas. Der ist eh schon bei 340 Bounty und der kriegt 150 dazu. Das heißt, ihm würden 10 Bounty fehlen. Da sind noch 2 Schafe. Wenn er beide Boars bekommt und die beiden Schafe da, dann ist er auf der 500. Ja, Boar lebt da noch und die Boar lebt auch noch. So, wir gucken auf die Relikte. Es sind gerade noch 4 Relikte auf der Map. Das heißt, Kevian hat sich 1 gesichert. Ah, er möchte ja die Relikte covern. Nicht die Boar, sondern die Relikte. Das Gute ist, die Boar und die Relikte sind direkt nebeneinander gespawnt. Zumindest 2 Stück davon. Das heißt, damit kann Niklas auch. Hier sieht man, da soll der Monk kommen, der das Relikt einsammeln soll. Aber der wird gestoppt. Niklas jetzt hier auch im Castle Edge. Baut selber jetzt einen Monk. Und gleich hoffentlich dann seine. Ja, man sieht es hier. Kevian hat keinen einzigen Hirsch mehr bei sich. Muss jetzt hier auf Farms gehen und auf die Bären. Aber das ist der erste Horse Archer von Kevian. Und Niklas hat, glaube ich, keine Archery Range, oder? Ich glaube nicht. Sieht das also ohne Archery Ranges hier anscheinend. So. Und hier kann er auch einen abfangen vielleicht. Und er kriegt den Surround super gut hier von Niklas. Kann sich den einen Warrior Monk holen. Oh, da kommt der Convert. Da kommt das Vododo. Und er verliert einen Scout. Gegen den Monk. Ah, und er kommt leider anscheinend mit beiden davon. Da sind noch einige Horse Archer mit dabei. So, 2 Relikte gibt es noch. Wenn Niklas beide Relikte bekommt, ist es okay für ihn, würde ich sagen. Holt jetzt hier die Elite oder die Veteranen Horsemen. Und scheint komplett auf die Horse Archer zu verzichten. Man muss dazu sagen, wenn die Horsemen einmal an die Horse Archer rankommen, machen sie schon sehr viel Schaden. Sie haben grundsätzlich eine Ranged Armor mehr bekommen im letzten Patch. Die starten mit einer. Niklas holt sich gerade das zweite Upgrade. Also haben die gleich 3 Ranged Armor, die guten Horsemen. Plus, wenn es den Monk Buff gibt, gibt es nochmal eine Ranged Armor dazu. Und das sind dann schon ganz schöne Tanks gegen die Horse Archer. Und Kevin hat gerade ein schlechtes Food-Einkommen. So, bitte den Boar töten, das würde mir jetzt gerade sehr gut gefallen. Das rechte Relikt ist auch weg. Niklas kriegt also nur 1. Also 4-1 ist jetzt hier die Verteilung von den Relikten. Das ist der einzige Nachteil, wenn man auf diese Strat geht, weil man den Castle Edge eben delayed, dass man nicht so gut die Relikte contesten kann. Niklas hat es versucht, die zu denyen, aber Kevian hat es halt gut gecovert noch mit seinen Einheiten. Nimmt jetzt auch die Städte ein. So, den Veteran Horseman plus den Upgrades sollte Niklas da, glaube ich, gleich gut fighten können tatsächlich. Weil die Horse Archer haben nicht so viel HP. So, und jetzt geht sie gleich einmal drauf. Ich weiß nicht, sieht man sogar Army. Das sind einige Horse Archer, die Kevian da auf dem Feld hat. 8 Horsemen plus 8 Scouts gegen, boah, das sind locker 15 Horse Archer, die da stehen. Ah, das kann Niklas gerade nicht so gut gegen angehen. Aber auf lange Zeit hat Niklas halt die bessere Food-Eco. Hat da sehr viel Food an seinem TC liegen. Jetzt geht's hier drauf. Wir sehen, die Horsemen sind dran, aber natürlich auch an den Scouts. Die Scouts blocken das sehr gut. Klappt nicht. Das ist leider zu viel gerade von Kevian. Niklas muss sich da zurückziehen. Und Kevian kann sich jetzt mit seinem Army-Vorteil die 3 Städten sichern. Hat jetzt 3 Städten gleich plus die 4 Relikte. Also 700 Gold die Minute, die Kevian da gleich bekommen wird. So, Niklas muss jetzt aktiv versuchen, die ganze Zeit wieder Städten zurückzuerobern, um da irgendwie einfach anzugehen. Nö, da kommt hier der Push-Out Richtung Niklas Basis.
Langsam hat Niklas doch schon eine große Armee auf dem Feld. Ich will jetzt noch Horse Archer selber mit dazu adden. Ich muss jetzt gleich mal aufpassen, weil das ist ein riesen Brawler an Army, der da gerade zugeritten kommt. Gerade gibt es immer nur eine Stätte, ne, das ist eine zweite eine, also aktuell sind es in Anführungszeichen nur 500. Die kann Niklas denyen, der Horse Archer ist der Monk ist angeschlagen. Die vier Villager tun weh. Jeder verliert am Gold. Und er muss jetzt eben auch auf Gold gehen, weil er eben nicht so viele Relikte bekommen hat. Aber ich glaube, Niklas Army ist jetzt langsam in der Lage und auf einer Größe, wo er Kivians da contesten kann. Weil das sind halt echt viele Horse Archer, ne? Wichtig ist der Monk, dass der einmal bufft. Kivian sollte den rausnehmen. Wenn er ihn nicht rausgesniped bekommt, sieht es ja gut aus für Niklas. So, Buff ist drauf aus den Horsemen. Die Horsemen sind jetzt an den Horse Archern dran und die machen schon einiges an Schaden gegen die Horse Archer, wie man sieht. Und die halten auch gut was aus. Ja, aber ohne selber Horse Archer zu haben, es dauert natürlich. Wir sehen, die Horse Archer fallen schon relativ gut, aber das Mike von Kivian ist auch sehr solide. Kann jetzt hier nach und nach jede Einheit von Niklas rausnehmen und rauskiten. Die ersten Horse Archer von Niklas sind auf dem Feld, aber die fallen gegen die einfach übermächtige Armee da. Und Kivian hat 1200 Foot auf der hohen Kante. Er wechselt jetzt hier auf die Bären, weil langsam die Hirsche auslaufen. Und er hat sehr viel Food. Wenn das Food alles auf der Map wäre für Army, dann sieht das nochmal einen Ticken besser aus, wenn ich das. Ah, die Ready Points tun jetzt natürlich hier Wesen. Nochmal drei Horse Archer, die Horsemen, die down gehen. Gerade wird viel ausgegeben, gerade wird viel produziert. Niklas muss jetzt einmal halt die Army wieder aufs Feld bekommen, um hier aktiv angehen zu können. Aber Kivian macht das gut, holt jetzt so oben so ein kleines Hit-Squad, was anfängt zu harassen. Und natürlich auch Mining Time Cloud. Und die Horse Archer hier sind einfach zu viel von Kivian. Man muss sagen, Kivian hat das einfach sehr gut, trotz der, ich denke mal, ungewöhnlichen Strategie. Ja, es ist halt over. Hat er das sehr gut defended bekommen. Und das ist halt wichtig, wenn einem was ins Gesicht geworfen wird, was man gar nicht kennt, dass man cool bleiben kann und trotzdem seinen Plan weiter durchziehen kann oder eben entsprechend anpasst. Man hat gesehen, Niklas hat ihm jeglichen Hirsch geklaut dort. Aber die Horse Archer sind halt schon sehr dominant hier. Und ich glaube ich Knights mit dazu. Gerade gesehen noch eine dritte Archie-Range. Ja, wir sind jetzt hier drei heilige Stätten plus vier Relikte. Das sind 700 Gold die Minute, die Kivian hier gerade bekommt. Und die kann er halt alle in zusätzliche Ressourcen umwandeln. Zum Beispiel in Food, was ihm eben fehlt durch die Hirsche. Kriegt jetzt hier einige Free-Kills auf Kivians Army. Und das ist schon mal, das ist gut. So fängt es an, eben auch ein bisschen ranzukommen. Das sind jetzt einfach mal 8 bis 10 Horse Archer plus 2 Monks gewesen, die Niklas jetzt hier mehr oder weniger für free bekommen hat. Ich glaube, er hat selber 2 verloren. Also ein sehr guter Trade für ihn. Niklas, er gibt nicht auf. Das ist auch wichtig. Nicht aufgeben, sondern immer weiter kämpfen und versuchen, den Ball zu bleiben. So, Niklas contestet jetzt die linke heilige Stätte. Nächstes Ziel sind vermutlich die anderen beiden. Dort rot linken an der rechten Ecke. Niklas Army wächst. Aber es ist halt sehr viel passives Gold, was Kivian da die ganze Zeit bekommt. Ich weiß nicht, wie es gerade in Upgrades aussieht, aber Niklas war auf jeden Fall sehr lange hinterher. Und die Army ist nicht so groß von Kivian, wenn das gerade die Main Army ist. Die kann Niklas im direkten 1-on-1 schlagen. Er hat halt die Horsemen, die ein sehr guter Tank sind und einen sehr guten Damage machen. Und mittlerweile ist im Horse Archer Count auch relativ nah dran. So, Niklas geht jetzt hier auf die heiligen Stätten, versucht hier alle zu contesten und die langsam Kivian wegzunehmen. Und vielleicht den Fight auch so ein bisschen zu forcen, wo Kivian nicht selber gerade ist. Er stellt sich jetzt vor die heilige Stätte, nicht auf die heilige Stätte selber drauf. Um eben, da soll eine Conversion kommen. Kivian jetzt hier mit dem Monk, der invertieren soll. Und die Army von Kivian rennt einfach Richtung Niklas Basis gerade. Also er ignoriert die heilige Stätte da rechts und möchte einfach den Fight bei Niklas suchen. So, auf den Monk muss er aufpassen da oben. Aufs Modulo Sound Cue achten. So, und den Fight hier kann Niklas easy nehmen.
da ist er viel, viel stärker aufgestellt. Und wenn er jetzt hier einmal diese Riesenarmee von Kivian abräumen kann. Oh, da kann er drauf bleiben. Sehr gut, kriegt hier auch noch einen Relic for free im Prinzip. Und Kivian wird jetzt hier langsam abgeräumt. Verliert die heiligen Stätten, die er hat. Verliert die Armee, die er hat. Und das gerade 10 Idols. Er hat natürlich sehr viel Eco-Damage genommen in den ganzen Situationen hier. Mir würde es gefallen, wenn er jetzt zweimal Stein kaufen würde und sich schnell eine zweite Basis holen würde, um quasi im Village-Account wieder ranzukommen. Weil er hat gerade den Army-Vorteil, er holt die heiligen Stätten und er kriegt hier gerade noch einen Relic, einfach mehr oder weniger for free, gerade geschenkt von Kivian. Wenn er jetzt noch... Yes, er macht es auch, das ist sehr gut. Oh, die baut das Town-Center auch unscrollt. So, jetzt gibt es hier Knights von Kivian. Niklas bleibt hier ein bisschen auf den Horse-Archen drauf, sollte sich aber erstmal zurückziehen, weil Knights, die tanken halt gut und die machen auch sehr viel Schaden. So. Kann hier ein bisschen, genau. Wenn die zu weit vorreiten, kann er die immer wieder raussnipen. Die Villager schnell aufs TC drauf, damit sie schnell gebaut wird. Und dann brauchen wir neue Food-Ressourcen, weil Niklas hat gerade sehr wenig Food-Einkommen. Muss sich da irgendwie irgendwas suchen jetzt. Eine Sache, die ich jetzt mehrfach mitbekommen oder abbekommen habe, war, dass mein Gegner, als er Rus gespielt hat, einen Tower ans Boar gebaut hat und eine Hunting Cabin und dann quasi mit 6 Villagern und einer Hunting Cabin eben den Boar gesammelt hat. Und wenn jemand halt da hinkommt mit Horse Archern, dann lädst du die halt schnell in den Tower ein und baust in den Tower am besten noch eine Route mit rein. Dann kann da nicht großartig was gegen gemacht werden. So, Niklas hat die Sites neutralisiert. Aber Kivian ist jetzt hier auch eine Move. Sollte jetzt einfach links rüber reiten und die auch angehen. Das sind jetzt einige Knights. Jetzt ist die Frage, was ist Niklas Antwort auf die Knights? Wollt jetzt mehr, Warrior Monks. Geht jetzt auf Farmen über, um darüber sein Food zu generieren. Und wenn er sieht, dass die Army dort rechts out of position ist, mehr oder weniger, sollte er meiner Meinung nach einmal die Bären, weil das so die Hauptausweichsfoodquelle ist, einmal contesten, die man da links sieht bei der heiligen Seite. Also ein bisschen, dass, wenn man das Army-Movement tracken kann oder baiten kann mit den Holy Sites, kann man eben auch versuchen, mal so kleine Runbys zu machen, so wie Kivian das gemacht hat, um eben auch dort Eco-Damage zu machen. Niklas kommt jetzt nach und nach, auch den Village-Account wird er wieder rankommen. Aber jetzt gerade stagniert es halt ein bisschen, weil ihm das Food fehlt. Kann über das Gold, was er durch die Relikte bekommt, so ein bisschen das Ganze ausgleichen. Will er sich jetzt noch ein TC holen? Er hat 800, oder will er eine Burg bauen mit den 800 Steinen, die er sich geholt hat? Ja, hier kommt hier Knight leider. Der ist ein bisschen stärker als der Horseman von Niklas. Kivian macht das gut. Der contestet hier immer die Holy Sites und kann die sehr gut halten. Und das ist halt sehr viel Gold, was Kivian die ganze Zeit bekommt. Aber Niklas hält sich gut im Spiel. Eine Sache, die Kivian auch gut gemacht hat, er hat die beiden Boars, glaube ich, getötet. Also die rechte auf jeden Fall. Die linke habe ich nicht im Auge gehabt. Aber er hat sich damit selber auf die 250 Bounty hochgespielt. Und ich glaube, es soll eine Burg werden bei Niklas. Eine Burg bei den beiden Holy Sites. Wäre sogar eine sehr gute Idee. Weil er im Prinzip beide Holy Sites mit einer Burg mehr oder weniger halten kann. Jetzt ist die Frage, steht hier die Army von Kivian? Weil mit den Knights zusammen wird das sehr schwer hier zu contesten, wenn Kivian hier mit Knights und Horse Archer steht. Er sollte die Holy Site auch erst contesten, wenn die Burg schon fast steht, damit Kivian das nicht mitbekommt hier. Und das sieht gut aus für Niklas. Kann ich hier die Burg anfangen zu bauen? Baut die mit einigen Villagern auch. Ich würde sagen, das sind so 12 bis 13 Villager, die hier anfangen zu kloppen auf die Burg. Und dann macht es gut. Die Burg ist bei 50%. Jetzt kann er im Prinzip anfangen, die Holy Sites zu contesten und die Burg als Rückfallpunkt nutzen. Und er hat gleichzeitig sich dort auch Food gesichert, nämlich das Boar liegt direkt vor der Burg und zwei Bärenbüsche sind drumherum. Man sieht jetzt hier links, Kivian bekommt das mit. Und ich denke, Kivian wird jetzt den Gro auf Niklas Basis machen. Das heißt, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen und sich erstmal wieder zu hinten sammeln. So, geht jetzt hier wieder auf Stein. Immer noch relativ wenig Food entkommen. Aber man sieht, es ist hier eine riesige Armee von Kivian, die aus Feld gebracht wurde. Ich glaube, 8 Knights vorne und ansonsten extrem viele Horse Archer hinten dran. Und Kivian, der möchte jetzt einfach durch Niklas Basis reiten und einmal den Mongolen spielen und einmal hier alles brandschatzen, was er findet. Nee, Kivian geht jetzt hier auf den Tower drauf. Army ist ein bisschen gespreadet, aber Kivian hat halt sehr viel gerade. Konnte seine Ressourcen, also er konnte länger einfach die Army aus Feld bekommen.
Niklas versucht hier zu kiten. Versucht erstmal irgendwie die Knights aus der ersten Reihe rauszubekommen. Aber es sind halt sehr viele Knights. Und Kivian, dem ist es egal, dass er hier durch die TCs, durch die Tower und so weiter rennt, nimmt immer wieder ein, zwei Villager mit auf den Weg. Und das tut halt weh. Wenn Kivian selber keine zweite Basis hat, dann kann Niklas und Villager wieder rankommen. Aber dafür muss er erstmal irgendwie die Army hier geklebt bekommen. Und die Villager, die werden jetzt hier von den Knights angegangen. Im TC-Fire steht Kivian jetzt hier gerade, aber das ist ihm auch egal. Da sind nur drei Villager drin. Und er hat einfach die Massen an Horse-Archern hier. Und das wird halt sehr schwer hier für Niklas irgendwie das zu klären. Und ja, er gibt auch schon so weit hin. Schade. Einen sehr guten Start gehabt. Und eine sehr gute Idee gehabt. Aber Kivian konnte sich einfach im Spiel halten. Er hat sich nicht abbringen lassen. Ich hätte einfach ein normales Mirror gegen ihn spielen sollen. Man hat gemerkt, er war nicht erfahren. Mm. Er hat hinten raus noch viele Fehler gemacht. Ja. Aber die Strategie hat nicht funktioniert. Weißt du warum? Ich habe zu sehr committed. Ja, ich habe auch gesagt, hättest du, glaube ich, die zweite Welle gelassen mit Horseman ja. und dann ein schneller Castle gespielt, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen besser für dich dann gewesen. Dann wäre es besser gewesen, ja. So hatte ich halt einfach keine, also nur ein Relikt. Ja, genau. Und ich konnte die. Und dann hatte er so viele Horse Archer schon, dass ich gar nicht traden konnte. Genau, der hat sehr krass die Horse Archer einfach rausgepusht. Ja. Aber ist halt, also ich glaube, hätte ich noch ein bisschen weiter gemasst, hätte ich dann fighten können. Aber ich bin dann zu früh rauf. Ja. Und dann konnte ich diesen Deathboy nicht mehr tot kriegen. Aber das war halt, ich hätte einfach gegen ihn ein normales Spiel spielen sollen. Weil ich glaube, ich war vorne im Bonus. Du warst auf jeden Fall vorne. Du hast, glaube ich, 325 zu, ja, denk mal so 100. Fuel war auch schneller. Ich hätte vielleicht immer so Snap. Ja, komm. Gegen Kiwi spielen wir jetzt normales, aber. Naja.